Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. Warum gibt es dieses Jahr so viele Asylanträge? Problemzone. Allein über den Westbalkan sind heuer fast dreimal so viele Menschen in die EU eingereist wie letztes Jahr. Live in der Sendung ist der Migrationsexperte Gerald Knaus. Staatsprüfung. Die börsennotierte OMV will ihre Gashandelstochter verstaatlichen lassen. Aber warum und wäre das sinnvoll? Endspiel. Im US-Bundesstaat Georgia will ein umstrittener ehemaliger Footballstar und Trump-Fan heute Nacht den Demokraten ihren wichtigen Senatssitz abjagen. So viele Asylanträge wie dieses Jahr hat es in Österreich nicht mal am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung 2015-16 gegeben. Fast 100.000 sind es und da sind die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine noch nicht mal eingerechnet. In der gesamten EU wurden bis Ende August, das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen, knapp 560.000 Asylanträge gestellt. Die meisten in den drei großen Ländern, Deutschland, Frankreich und Spanien. Aber schon auf Platz 4 liegt das kleine Österreich. Und umgerechnet auf die Einwohnerzahl sieht es noch mal ganz anders aus. Die Asylwerbenden sind in der EU nämlich extrem ungleich verteilt. Für Österreich war die Asylfrage deshalb auch das wichtigste Thema bei einer großen EU-Westbalkan-Konferenz heute in Tirana. Bis hin zu einem möglichen Veto gegen die Erweiterung des Schengen-Raums, in dem ja die Grenzkontrollen entfallen. Aus Tirana, Benedikt Feichtner. Bestens gelaunt geben sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim ersten Westbalkan-Gipfel, der in der Region selbst stattfindet. Den Gastgeber wundert's nicht. Der Unterschied ist groß, der Westbalkan, das ist Rock'n'Roll. Brüssel ist ein Symphonieorchester. Die gute Laune ist begründet. Die 6 Westbalkanstaaten können sich über 1 Milliarde Euro zur Bewältigung der Energiekrise freuen. Einig ist man sich, dass beim Thema Migration Handlungsbedarf besteht. Um 170% seien die Ankünfte über die Westbalkanroute im Jahresvergleich gestiegen und Österreich sei besonders betroffen. Und deshalb braucht Österreich Solidarität und Unterstützung. Da arbeiten wir ganz konkret mit unseren österreichischen Freunden daran. Migration muss man schlicht und einfach auch managen. Und hier zu Recht fordert Österreich Solidarität und braucht Österreich Hilfe. Das Thema Migration umfasst gleich mehrere Punkte im gemeinsamen Abschlussdokument. So soll der Grenzschutz verstärkt werden, auch mit Hilfe der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Bei Rückführungen soll die Zusammenarbeit verbessert werden, ebenso beim Kampf gegen Schlepperkriminalität. Ich glaube, dass das schon in die richtige Richtung geht, aber es gibt keine Wunderlösung. Österreich bleibt jedoch bei seinem Nein zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Die Maßnahmen am Westbalkan seien begrüßenswert, aber auch die beiden EU-Länder müssten Fortschritte erzielen, denn 40% der Migrantinnen und Migranten kämen über Bulgarien und Rumänien nach Österreich. Diese Zahl sei weit übertrieben, so die Antwort Rumäniens. Na, das Entscheidende ist, dass es einige Tausend sind und einige Tausend sind zu viel. Und es ist auch immer wieder ja eine Herausforderung, genau die Fluchtrouten zu definieren. Das, was wir wissen, ist, das Haupteinfallstor ist natürlich Bulgarien auf der einen Seite. Aber durch den engen Grenzverlauf Bulgarien, Rumänien gibt es hier genauso Schwierigkeiten, dann hier diese illegale Migration zu stoppen. Ans Aufgeben denkt Rumäniens Präsident Klaus Iohannis nicht. Wir werden weiter diskutieren und verhandeln und nicht aufhören, bis wir eine Lösung gefunden haben. Viel Zeit bleibt nicht. Am Freitag soll über die Schengen-Frage entschieden werden. Und zwar im nicht mehr ganz so lustigen Brüssel. Und live in unserem Studio in Salzburg begrüße ich dazu jetzt den Migrationsforscher Gerald Knaus, Autor des eben erschienenen Buches Wir und die Flüchtlinge. Guten Abend. Guten Abend. Herr Knaus, Sie haben in einem Interview für die Tageszeitung Die Welt vor wenigen Tagen diese neue Konzentration auf die Balkanroute einen Bluff und einen PR-Trick genannt. Warum? Ja, beginnen wir mit dem Begriff der Balkanroute. Der Westbalkan ist eine Insel umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Jetzt wissen wir alle, dass es eine Möglichkeit gibt, für einige Nationen, Inder, Tunesier, Menschen aus Burundi, nach Serbien zu fliegen, visafrei. Und da ist die Lösung naheliegend. Serbien muss seine Visaregeln an die EU anpassen. Aber alle anderen, die Syrer, die Afghanen, die Iraker, die in den Westbalkan kommen, müssen zuerst die Europäische Union durchqueren. Also entweder in Griechenland oder in Bulgarien.
Und das bedeutet, dass der Ort, an dem man die Fragen stellen muss, warum sich diese Menschen auf den Weg machen und wie sie über diese Grenzen kommen, in der EU liegt und nicht auf dem Westbalkan. Und was wir hier erleben, ist eine Diskussion, die versucht, das Problem auf dem Westbalkan zu lokalisieren und absurderweise jetzt sagt, wenn wir Frontex in die Westbalkanstaaten schicken, dann wird uns dort gelingen, die Menschen zu stoppen, die Griechen, der griechische Grenzschutz, die Bulgaren, die Ungarn, die Kroaten und andere offensichtlich nicht gestoppt haben. Tatsächlich gibt es ja ein sehr interessantes Phänomen dieses Jahr, nämlich es sind weniger als 300.000 Flüchtlinge neu in der EU angekommen in diesem Jahr. Aber es gibt mehr als doppelt so viele, nämlich weit über 600.000 Asylanträge. Wie passt denn das zusammen? Ja, vor allem ist interessant, dass in diesem Jahr nur sehr wenige, bis jetzt waren es, glaube ich, 16.000 der letzte Stand, aus der Türkei nach Griechenland gekommen sind. Und wenn der österreichische Bundeskanzler sagt, vielleicht ein paar Tausend nach Bulgarien, dann sehen wir auch die Schwierigkeit. Eigentlich müssten die EU-Innenminister genau wissen, was in Bulgarien passiert, denn sie entscheiden ja über den Schengen-Beitritt. Aber auch da gibt es keinen Konsens. Was wir wissen, ist, dass in diesem Jahr nicht sehr viele, gar nicht vergleichbar mit dem Jahr 2015, neu in die EU kommen, aus Asien, aus dem Nahen Osten über die Türkei. Diese Zahlen sind gering. Die hohe Zahl der Asylanträge in Österreich erklärt sich damit zu einem guten Teil auch von denen, die in den Westbalkanstaaten, aber vor allem in Griechenland waren und die durch die schlechte Behandlung vertrieben werden. Andere Asylantragsteller sind auch viele Südamerikaner, die zum Beispiel nach Spanien kommen. Dort sind die Hauptasylländer Kolumbien, Venezuela. Die können alle legal einreisen, die stellen einen Asylantrag in Spanien, die ziehen kaum weiter und die beunruhigen die Innenminister der EU sonst relativ wenig. Warum werden dann aber gar so viele Asylanträge dieses Jahr wieder in Österreich gestellt, an die 100.000 und gerade mal 50 in Ungarn? Ja, das ist total absurd, denn Ungarn liegt an der Außengrenze. Aber es ist das Ergebnis der Politik von Viktor Orbán. Er hat in Ungarn das Asylrecht ausgehebelt. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichts vom Dezember 2020 sagt klar, in Ungarn kann man praktisch keinen Asylantrag stellen. Man wird sofort illegalerweise aus Ungarn nach Serbien abgeschoben. Das hat aber paradoxerweise den Effekt, dass alle, die Ungarn erreichen, und das sind nicht wenige, so schnell es geht nach Österreich fliehen, in Österreich kontrolliert werden und dann in Österreich vor der Alternative stehen, nach Ungarn zurückgeschickt zu werden oder einen Asylantrag zu stellen. Und das erzeugt absurd hohe Asylantragszahlen in Österreich. Wenn Österreich sich so verhalten würde, wie das die Schweiz an der österreichisch-Schweizer Grenze macht, auch ein reiches Land, auch ein Rechtsstaat, auch ein Schengen-Mitglied. Aber die Schweiz hat in diesem Jahr nur 22.000 Asylanträge, nicht 100.000, weil in der Schweiz die Menschen an der Grenze nicht dazu gezwungen oder gedrängt werden, einen Antrag zu stellen. Wer einen Antrag stellen will, stellt ihn. Und die anderen reisen weiter. Und das ist in einem grenzfreien Schengen-Raum ja eigentlich grundsätzlich auch möglich. Das sagt aber jetzt das Innenministerium, das können wir nicht. Wir müssen die Menschen, die illegal über die österreichische Grenze kommen, registrieren. Ja, registrieren ist ja auch okay. Das große Problem ist, sich vor die Wahl zu stellen, nach Ungarn zurückgeschickt zu werden, was sowieso im Gegensatz steht zu den Urteilen der europäischen Gerichte. Also der europäische Menschenrechts, vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, das höchste Gericht der EU, haben festgestellt, dass in Ungarn systematisch Recht gebrochen wird und Ungarn setzt das fort. Frontex wurde aus Ungarn abgezogen. Die Kommissarin hat es eine richtungsweisende Entscheidung genannt, Anfang 2021. Jetzt stehen österreichische Polizisten mit an der Grenze in Ungarn. Es ist nicht ganz verständlich, wie man als österreichischer Polizist einem Land an seiner Grenze helfen kann, dessen Asylrecht offensichtlich im Konflikt ist mit der Rechtsstaatlichkeit, festgestellt durch die höchsten Gerichte. Jetzt will Österreich möglicherweise den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien blockieren. Hat das eine Logik, um das Problem zumindest zu dämpfen, oder ist das nur eine Art Erpressungsmaßnahme, damit andere EU-Staaten, die weniger betroffen sind, diese Migrationsproblematik endlich ernster nehmen? Also die gesamte EU-Debatte und vor allem das fehlende
der fehlende Konsens darüber, was hier eigentlich los ist an diesen Grenzen, ist schon erschreckend. Wir haben die teuerste Agentur in der EU, Frontex, die eigentlich Analysen liefern sollte. Österreich sagt, dass über die Grenze Bulgarien, Rumänien viele Menschen unentdeckt kommen. Frontex verweist eher auf die Westbalkanstaaten, was sehr merkwürdig ist, wie schon ausgeführt. Die müssen ja da irgendwie hinkommen. Andere Staaten versuchen, die Westbalkanstaaten dazu zu drängen, ihre Grenzen zu schließen, Frontex in den Westbalkan zu schicken. Gleichzeitig aber sprechen sie davon, Rumänien und Bulgarien in Schengen aufzunehmen und damit all diese Grenzkontrollen zu entfernen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar, was hier passiert. Und wenn man noch dazu nimmt, dass ja Kroatien regelmäßig EU-Recht bricht, dass das Komitee zur Verhinderung der Folter des Europarats erst in einem Bericht, der Ende letzten Jahres erschien, festgestellt hat, wie regelmäßig in Kroatien Recht gebrochen wird. Und dann sagt die Europäische Kommission, die auf dem Westbalkan auf Rechtsstaatlichkeit drängt, ja, Kroatien erfüllt alle Bedingungen, dann sind wir hier wirklich in einer Situation, wo die einen sagen, schwarz ist weiß, die anderen sagen, es regnet und es scheint die Sonne. Wir haben eine Diskussion, die nicht mehr auf Fakten basiert und da wird es dann schwierig, einen Konsens zu finden und vor allem eine humane Grenzkontrolle, die irreguläre Migration reduziert, ohne an all diesen Grenzen Recht zu brechen. Aber was könnte denn ein sinnvoller Konsens sein? Alle sprechen von einem besseren Schutz der Außengrenzen. Der geht letztlich nur über Mauern, die viele dann doch nicht wollen, oder über gewaltsame und vor allem rechtswidrige sogenannte Pushbacks, die es ja mittlerweile an vielen Außengrenzen gibt. Und dann ist immer wieder die Rede von Rückführungen für abgelehnte Asylwerber, die aber deswegen nicht funktionieren, weil ihre Heimatländer diese Menschen nicht zurücknehmen wollen. Wie kann man das lösen? Also das Leichteste zu lösen wäre Kroatien und die Westbalkanroute. Da müsste man einfach sagen, die Schließung der Balkanroute ist gescheitert. Kroatien darf keine Pushbacks machen. Man nimmt Kroatien in Schengen auf, aber der Europarat, das Komitee für die Verhinderung der Folter, wird beauftragt zu prüfen, dass es dort auch in Zukunft keine Pushbacks gibt. Und dann gibt man auch die Idee auf, die Menschen am Westbalkan festzuhalten. Schwieriger wird es an der echten Außengrenze der EU, also im Mittelmeer oder an der Grenze zur Türkei. Dort braucht man Abkommen, Migrationspartnerschaften, praxistaugliche Abkommen, wie das der deutsche Koalitionsvertrag nennt, wo man dann in der Lage ist, Menschen davon abzuhalten, irregulär zu kommen, indem man sagt, glaubwürdig, ab einem Stichtag werden die, die keinen Schutz in der EU brauchen, in einen Drittstaat abgeschoben, mit dem Ziel, die irreguläre Migration zu reduzieren und stattdessen auf reguläre Migration aufzubauen. Und die Tatsache, dass alle unsere Wirtschaften legale Migration brauchen, dass wir bei den Ukrainern gesehen haben, dass auch die Aufnahme von Flüchtlingen, wenn sie organisiert und nicht irregulär und mit Schmugglern erfolgt, bei vielen in der Bevölkerung auch Akzeptanz findet, legt nahe, wie solche Migrationspartnerschaften aussehen sollten. Mehr Resettlement, geordnete Aufnahme von Flüchtlingen, Angebote an Partnerländer für legale Migration, geordnet und dann in den Arbeitsmarkt, die wir brauchen. Und dafür die Kooperation, dass diese Länder, die irregulär kommen, nach einer Prüfung, dass sie in dem Land, wo wir sie hin abschieben wollen, sicher sind, dass diese Länder sie zurücknehmen. Das hat schon einmal geklappt. Das bräuchten wir wieder, aber es verlangt nach Diplomatie und nicht diesen ständigen Ankündigungen, die von den Fakten, die wir kennen, weit entfernt sind. Herr Knaus, vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend nach Salzburg. Und wir wechseln das Thema. Durch die gestiegenen Energiepreise macht die teilstaatliche, aber börsennotierte OMV dieses Jahr Rekordgewinne. Mehr als 9 Milliarden Euro waren es vor Steuern bis Ende September. Eine OMV-Tochter allerdings verdient nicht so besonders. Die Gashandelstochter UGMT hat in den ersten drei Quartalen sogar mehr als 200 Millionen Verlust gemacht. Möglicherweise ist es also nicht nur selbstlos, wenn OMV-Chef Alfred Stern der Regierung die Gashandelsgesellschaft jetzt zur Verstaatlichung anträgt. Aber nur die 100%ige Übernahme durch den Staat würde die Gasversorgung in ganz Österreich sicherstellen, sagt die OMV. Seit dem Krieg in der Ukraine ist auch im Gashandel nichts mehr so, wie es einmal war. Lange war das Geschäft mit Gas für die OMV ein lukratives Business. Jetzt bringt dieser Geschäftszweig Verluste und er macht Ärger. Kein Wunder also, dass die OMV diesen Bereich gerne los wäre.
Die Tatsache, dass die OMV ja im Grunde aus diesem fossilen Energiegeschäft, also dem Gasgeschäft, aussteigen will, dass Gas in Europa in 30 Jahren auch keine Rolle mehr spielen wird, lassen es schon nachvollziehbar verstehen, dass die OMV sagt, das ist ein schwieriges Geschäft, wir machen keinen Gewinn, langfristig hat sowieso keine Zukunft, also steigen wir aus, wenn es eine Möglichkeit gibt und ersparen uns sehr viel politische Diskussionen und Druck. Seit Monaten ist klar, Versorgungssicherheit hat ihren Preis, denn Alternativen zu russischem Gas sind teuer. Einen offiziellen Versorgungsauftrag hat die teilstaatliche OMV nicht, auch wenn so mancher einen solchen gerne gesehen hätte. Heute lässt der Konzern wissen: Wenn man eine hundertprozentige Versorgung mit Gas sicherstellen möchte, dann kann das nur mit einer staatlichen Gesellschaft funktionieren. Soll heißen, wenn die Republik Versorgungssicherheit will, muss sie sich diese selber organisieren. Der frühere OMV-Chef ist mit einem Verstaatlichungsvorschlag für das Gasgeschäft schon im Sommer vorgeprescht. Man muss sich bewusst sein, wir reden hier um das Management nicht nur der Versorgung, auch das Preismanagement, da geht es um viele, viele Milliarden. Und die Frage ist, wer ist bereit, das zu tragen? Allerdings, so Reuss, müsste die OMV zuerst ihre Gazprom-Verträge kündigen, die bis 2040 laufen, sich also von der Unberechenbarkeit Russlands freispielen. Der zuständige Finanzminister gibt sich abwartend. Wir sind gut gerüstet für diesen Winter, aber es geht um den nächsten und den übernächsten Winter. Und hier werden wir die Vorschläge, die uns die ÖBAG präsentieren wird, entsprechend uns anschauen und diskutieren. Die ÖBAG, also die Gesellschaft, die die staatlichen Anteile an Unternehmen verwaltet, prüft ja derzeit, wie ein staatlicher Versorgungsauftrag für Gas umgesetzt werden könnte. Details der Analyse will die ÖBAG heute nicht kommentieren. Eine Option ist etwa, dass der Staat eine eigene, neue Gesellschaft für den Gashandel gründet. Für den Experten, der auch das Energieministerium berät, könne mit einer eigenen Gasgesellschaft des Bundes die kurzfristige Versorgungssicherheit für den nächsten Winter nicht gewährleistet werden. Also die Möglichkeit, eine eigene Firma zu gründen, die man aufbaut, ist etwas, das dann vielleicht in 2 bis 3 Jahren einen Beitrag leisten kann. Wenn man aber kurzfristig Ergebnisse will, dann muss man schon direkt auf eine Struktur zugreifen, wo das Know-how schon vorhanden ist. Und das wäre zum Beispiel die OMV. Entscheiden muss letztlich die Politik und die Zeit drängt. Denn allerspätestens im Frühling müssen die Weichen für die Versorgungssicherheit im nächsten Winter gestellt sein. Und damit in die USA. Im mächtigen Senat in Washington hatten die Demokraten von Präsident Biden bisher 50 von 100 Stimmen, die knappestmögliche Mehrheit, weil Vizepräsidentin Kamala Harris bei einem Gleichstand entscheiden kann. Entgegen allen Prognosen haben die Demokraten bei den Zwischenwahlen diese Minimehrheit nicht verloren. Und heute Nacht könnten sie durch eine Stichwahl im Bundesstaat Georgia sogar auf 51 von 100 Sitzen kommen. Die Demokraten stellen in dem an sich konservativen Bundesstaat den Amtsinhaber. Raphael Warnock muss sich heute Nacht gegen einen ziemlich umstrittenen Quereinsteiger durchsetzen, den ehemaligen Footballstar und Trump-Favoriten Herschel Walker. Aus den USA, Thomas Lampaul. In Georgia ist Herschel Walker ein Begriff. 12 Jahre lang hat er in der NFL gespielt, begonnen hat er an der University of Georgia. Meinungsforscher halten es allerdings für unwahrscheinlich, dass er der Konkurrenz auch jetzt in der Stichwahl für den Senat davonläuft. Für die Politkarriere hat sich Walker ganz ins Team von Donald Trump gestellt. Dessen Unterstützung hat ein Antreten überhaupt erst möglich gemacht. Dass Walker, der öffentlich strikt gegen Schwangerschaftsabbruch eintritt, zumindest einer Frau eine Abtreibung bezahlt hat und dass ehemalige Partnerinnen von Gewalt in der Beziehung sprechen, hält seine Fans nicht ab. Sie suchen nach Schmutz. Jeder ist auf irgendwas nicht stolz. Die Demokraten sollen nicht den Senat kontrollieren. In seinen Auftritten hält es Walker oft nicht streng politisch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Vampire sind cool. Aber ich habe herausgefunden, ein Werwolf kann einen Vampir töten. Seit ich das weiß, will ich ein Werwolf sein und kein Vampir. Solche Auftritte ziehen den Spott der Konkurrenz auf sich. Für den demokratischen Senator Raphael Warnock engagiert sich der frühere Präsident und Ikone der Demokraten Barack Obama. Ob es besser ist, ein Vampir oder ein Werwolf zu sein, das habe ich mich selbst gefragt, als ich 7 war. This is a debate that I must confess I once had myself.
when I was seven. Weil die Demokraten im November einen Senatssitz in Pennsylvania von den Republikanern gewonnen haben, würde ein Sieg von Warnock ihre Mehrheit vergrößern. But I got a feeling. Ich habe so ein Gefühl, die Menschen in Georgia werden das noch einmal schaffen. And we're gonna get this done one more time. Ein Sieg der Demokraten in Georgia hätte auch bundespolitische Auswirkungen. Personalentscheidungen des Präsidenten könnten dann etwas schneller durch den Senat gebracht werden. Mit 51 Sitzen im Senat müsste Joe Biden nicht mehr fürchten, dass seine Vorhaben schon durch einen einzelnen Senator blockiert werden, so wie das in der Vergangenheit oft der Fall war. Das Regieren wird dennoch nicht einfacher. Die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert und haben dort das Sagen über die Ausgaben. Und mit der Kontrolle über die Finanzen könnten die Republikaner auch schon beschlossene Vorhaben wie den Ausbau der Windenergie oder Investitionen in Elektromobilität wieder in Frage stellen. Was wurde damals im Wahlkampf für den Brexit nicht alles versprochen? Milliarden mehr für das britische Gesundheitssystem, Arbeitsplätze und neue Märkte. Statt die Bürokratie in Brüssel zu finanzieren, werde Großbritannien wieder groß gemacht. Aber 6 Jahre später ist von der damaligen Euphorie nicht mehr viel zu spüren, vor allem außerhalb der Finanzmetropole London. Besonders krass beobachten kann man das im Nordosten von England, im einstigen Schwerindustriezentrum Teesside, heute eine der ärmsten Regionen des Landes, wo Jörg Winter für uns war. Die Teesside, die Region am gleichnamigen Fluss und seiner Mündung in die Nordsee, einst das stolze Herz der britischen Stahlindustrie. Seit Jahren befindet sich die Region im Nordosten Englands im Niedergang. Die Kinderarmut, sie ist hier doppelt so hoch wie im nationalen Schnitt. Die Lebenserwartung um Jahre niedriger, die Kriminalitätsraten verstörend. Schäbige Innenstadtviertel sind Zeugnis des wirtschaftlichen Verfalls. Eine Folge konservativer Sparpolitik, die seit mehr als einem Jahrzehnt reichere Regionen des Landes bevorzugt, meint dieser Politiker der oppositionellen Labour-Partei in der Stadt Middlesbrough, die nach dem Brexit mit noch größeren Finanzlücken kämpft. Ein Regierungsfonds hat die Zahlungen aus den EU-Strukturfonds in Brüssel ersetzt. Unsere Region bekommt damit um 136 Millionen Pfund weniger im Jahr. Das bedeutet ein Drittel weniger an Förderung. Die Regierung redet dauernd von der Aufwertung benachteiligter Regionen, aber das ist nur leeres Geschwätz. 2/3 hatten im Nordosten Englands 2016 für den Brexit gestimmt, weit mehr als im Schnitt landesweit. Abgehängt und abgewirtschaftet gegen den Niedergang der Regionen im Nordosten Englands wie hier in Teesside haben die unterschiedlichen britischen Regierungen schon seit Jahren kein Mittel gefunden. Der Frust hat die lokale Bevölkerung in die Hände der Brexit-Hardliner getrieben. Geblieben sind vor allem eines Versprechen, die nicht eingelöst wurden und ein Gefühl gegenüber den reicheren Regionen des Landes einfach nicht zu zählen. Frust liegt auch im Fischerhafen von Hartlepool in der Luft, nachdem Zehntausende Tonnen toxischen Schlamms von einer Firma zur Hafenerweiterung im benachbarten Middlesbrough hier ins Meer gekippt wurden, sind die Fangquoten dezimiert. Stan Rennie fühlt sich von der Regierung verraten. Sie wollen den Hafen zu einem Freihandelshafen ausbauen, um auszugleichen, was sie im Handel mit der EU verloren haben. Dafür opfern sie die lokale Fischerei und richten ein ökologisches Desaster an. Wir Fischer haben in Hartlepool keine Zukunft mehr. Die Entscheidung, die EU zu verlassen, bereut er trotzdem nicht. Man sehe doch, Europa wolle Großbritannien nur bestrafen. Eine Region im Niedergang, gewohnt an Versprechen, die nie erfüllt werden. Das Sorgenkind der Nation, ohne Perspektive und Hoffnung. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. In Russland, nahe der ukrainischen Grenze, wurde erneut ein Flugplatz mit Drohnen angegriffen. Verletzt wurde dabei niemand. Bereits gestern wurden 2 Militärflughäfen mit Drohnen beschossen. Russlands Präsident Putin macht die Ukraine dafür verantwortlich und hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Im Iran halten die Proteste gegen das Regime weiter an. In mehreren Städten kam es erneut zu Straßenblockaden und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Regime hat heute 5 weitere Todesurteile gegen Demonstranten verhängt. Seit Beginn der Proteste wurden laut Menschenrechtsorganisationen 450 Menschen getötet.
In Indonesien wird außerehelicher Sex künftig mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft. Ein entsprechendes Gesetz wurde heute vom Parlament abgesegnet. Paare dürfen dem Gesetz zufolge auch nicht mehr vor der Ehe zusammenleben. Die Opposition hat sich auf eine Verlängerung des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses bis 1. Februar geeinigt. Das soll unter anderem eine erneute Ladung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid ermöglichen. Schmid selbst hat mittlerweile offiziell den Kronzeugenstatus beantragt. Die Wiener AMS-Chefin Petra Draxl wechselt ab Juli 2023 in den Bundesvorstand des Arbeitsmarktservice. Sie folgt Herbert Buchinger, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Dessen Nachfolge als Vorstandsvorsitzender übernimmt der bisherige Co-Vorstand Johannes Kopf. Und zum Schluss der Sendung wollen wir Ihnen noch ganz schnell einen der ungewöhnlicheren Einsatzorte des Nikolaus heute zeigen, in einem Großaquarium im norddeutschen Schleswig-Holstein. Kein Schlitten, kein Kamin, keine Stiefel und Krampus war auch keiner dabei. Aber schöne Bilder. Das Wetter. Ein Tiefdruckwolkenwirbel ist abgezogen. Jetzt kommt von Deutschland her ein Schub feucht-kühle Luft auf uns zu. Ende der Woche wird es winterlich bei uns. Die Alpen entlang schneit es morgen ab und zu ein wenig. Weiter nördlich lockert es immer wieder auf. Weiter südlich gibt es Sonne und Nebel, dazu 1 bis 7 Grad. Teils trüb, teils sonnig ist es am Donnerstag, dann wird es zunehmend winterlich. Am Sonntag kann es bis ins Flachland schneien, bei Höchstwerten um 0 Grad. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und bei uns in ORF2 geht es jetzt philosophisch weiter. Gleich geht es hier weiter mit dem philosophischen Forum mit Gastgeber Konrad Paul Liesmann und einer hochkarätigen Runde. Wer einen Blick auf die Korruption in der Politik, auf die erbitterten Kontroversen in der Wissenschaft, auf die selbstgefälligen Inszenierungen in den Medien wirft, kommt unweigerlich zu dem Schluss, vertraue niemandem. Aber braucht es nicht gerade Vertrauen, um all die aktuellen Herausforderungen auch zu meistern? Das diskutieren wir gleich. Bleiben Sie dran. Im Philosophischen Forum und die Grazer Kinderklinik stößt wegen der vielen gleichzeitigen Virusinfektionen zurzeit an ihre Grenzen. Gangbetten sind die Folge und dazu ist Barbara Pletschko, die stellvertretende Leiterin der Uniklinik, zu Gast heute in der ZIP-Nacht um 23.46 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.